Servus Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und als allererstes mal Dankeschön an die 300 Abos, die haben wir geknackt, sehr sehr geil. Und als nächstes nehmen wir natürlich die 400 in Angriff. Und falls ihr euch wundert, dass mein Auge ein bisschen scheiße aussieht, da habe ich gestern auf jeden Fall mit voller Wucht einen Ball auf die Schnauze gekriegt. Hat sehr sehr gut getan, von daher ist das ein bisschen dick und auch ein bisschen rot. Aber macht alles nichts, heute geht es um die Top-Partien. Und da haben wir wieder vier zum Abschließen. Und EA hat wieder mal ein Team der Woche-Set rausgehauen, was ich wirklich ziemlich geil finde. Und erstmal, bevor wir reingehen, wenn ihr noch Spieler übrig habt von den Vereinen, schaut bei Footbin nach und guckt euch die Preise an, weil letzte Woche sind die Russen teilweise für 10.000 für Non-Rare-Goldkarten weggegangen. Und da könnt ihr so viel Geld machen, ohne Scheiß. Guckt euch das an. Und wenn ihr auch wenn ihr die Challenge nicht macht, verkauft eure Spieler. Das lohnt sich wirklich. Ihr könnt die ja dann, wenn die Challenge abgelaufen ist, in 3 Tagen wieder neu kaufen. Aber so ist das auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll. Wir gehen mal rein. SL Benfica gegen Sporting, PSV gegen Ajax Amsterdam, Aston Villa Birmingham und Real Madrid Barcelona El Clasico. Und dann fangen wir an mit Benfica. Da brauchen wir von Benfica einen Spieler, von Sporting einen Spieler, Nationalitäten mindestens 5, 2 seltene Spieler, 79er Teambewertung. Das war sehr, sehr leicht zu erfüllen. Haben wir im Tor Marafona, Almeida, Montero, Marcano, Layun, Carrillo, Battaglia, Herrera, Freitas, Dost und Depoitre. Die 5 Nationalitäten haben wir locker erreicht. Auch das 79er Rating. Gibt es ein 15k-Set dafür? Nehmen wir auf jeden Fall gerne mit für so eine leichte Challenge. Dann geht es weiter mit PSV gegen Ajax Amsterdam. Da brauchen wir PSV plus Ajax 3 Spieler. Von der Eredivisie genau 11 Spieler mit derselben Nationalität, maximal 8. Das heißt, wir dürfen maximal 8 Holländer hier in dem Fall nehmen. Das war aber auch kein Problem. 95 Chemie und 76er Rating hatten wir schon. Da haben wir hier im Tor Pat, dann Karsdorp, Kasia, Moreno, Willems, Forts, Brugin, Van Beek, Klaassen, Sintjes, Dauda als Striker. Ja, das war's auch schon. Und wie gesagt, hier konnten wir einige Silber- und Bronzekarten verwenden, weil das 76er Rating. Ja, da gibt es halt einige Goldkarten hier, die habe ich verwendet. Und dafür gibt es ein Premium Electrum Spieler Set. Das nehmen wir für so eine leichte Challenge auch gerne mit. Dann kommt Aston Villa gegen Birmingham, wo ich mir denke, dass diese Spieler schon einiges wert sein könnten, weil das sind oft Silberkarten und so. Also brauchen wir Aston Villa, Birmingham, 2 Spieler, England, mindestens 6, Teamgesamtwertung 70, 85 Chemie, ganz, ganz leicht zu erfüllen. Ich habe hier von Aston Villa 2 Untradable-Karten geholt und im Tor haben wir dann Seals, Delet ist die erste Untradable, Dunk, Ilori, Fring, Henry, Warren, Smith, Barquisen, Kodja und Mitrovic sind hier meine 11 Karten. Premium Silber-Spieler-Set ist nicht so klasse, aber trotzdem muss man auch nicht viel abgeben, ihr habt gesehen, sehr viele Bronzeobjekte. Und zum Schluss dann El Clasico. Real Madrid 2 Spieler, Barcelona 2 Spieler, La Liga 11 Spieler, selten mindestens 5 und Teamrating von 81. Ich hatte jetzt nicht mehr so viel von der spanischen Liga, deswegen muss ich hier ein 84er reintun, aber halb so wild. Vor allem, weil halt die Barcelona-Leute 70 und, 9, und 79 sind. Im Tor haben wir dann Casilla, De Marcos, Rami, Masip, Lucas Digne, Bruno Soriano, Lido Asensio, Camacho, López, Giuseppe Rossi und Jesse Rodriguez. Dafür gibt es auch wieder ein Jumbo Premium Gold Set, also ein 15k Set. Und da haben wir die Top-Partien auch schon abgeschlossen. Ziemlich leicht, dafür kriegt man ein Team der Woche-Spieler mal wieder. Das ist echt geil. Und wir schauen uns mal ganz kurz das Team der Woche an. Ja, so sieht das Team der Woche aus. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Wir haben hier Carrasco, der ziemlich krasse Karte hat. Ich weiß gar nicht, wie viel in Form die dritte oder vierte wird das sein. Di Maria, Isco 90er schon wieder, Herrera, Sokratis, Company, Kevin Trapp, De Bruyne noch als RM, als 91er Karte. Und dann haben wir auf der Bank noch ein paar geile Spieler. Und zwar Leno, Romes und Shaqiri. Die beiden, die drei, sind wahrscheinlich auch noch geil. Mal sehen, was wir ziehen. Ich erwarte nicht zu viel. Letzte Woche hatten wir ja einen Walkout drin. Wäre geil, wenn das wieder so ist. Und dann gehen wir auch mal gleich in den Shop rein und öffnen zuerst das Premium Silberspieler Set. Das können wir überspringen, da ist mit Sicherheit kein Walkout drin.
holländische Erste haben wir nochmal einen Spieler. Vielleicht kriegen wir ja nochmal was zurück. Mexikanische, belgische, die können wir alle jetzt mal verkaufen. Scottish Premier League, MLS. Wir haben einige drin, die für ein bisschen was weggehen. Den Rest speichern wir im Verein. Kein schlechtes Pack auf jeden Fall. Dann geht's weiter mit dem Jumbo Premium Gold Set. Davon haben wir zwei. Kein Walkout. Eine dicke Sternschnuppe. Das müssten 84er mindestens sein. Das ist Edinson Cavani. 86er Karte. Das ist auf jeden Fall in Ordnung. Und auch geil für ein 15K Set. Da kann ich mich nicht beschweren. Der geht für gut was weg, wenn die Challenges draußen sind. Wo man hohe Spieler braucht. Noch ein Team-Fitness-Objekt drin. Von daher kein schlechter Pull hier. Geht's weiter mit dem zweiten Jumbo Premium Gold Set. Diesmal eine kleine Schnuppe. Ich weiß gar nicht, ob es eine Rare-Karte war. Ja, Wendell ziehen wir hier. Der ist auch nicht so schlecht. Aber jetzt nichts Besonderes. Aber wichtig ist, dass wir wieder ein paar Spieler in den Verein kriegen. Wie gesagt, wenn ihr die Challenge, die Team der Woche Challenge, so machen wollt und die Spieler kauft, ist das meistens extrem teuer, weil halt jeder dieses Team der Woche Set will. Nicht jeder schafft Elite, das ist ganz klar. Und deshalb ist halt dieses Team der Woche Set einfach richtig geil. Premium Elektrum Spieler Set öffnen wir noch, bevor wir zum TDW Set kommen. Und ja, da war noch nie was Gutes drin, auch jetzt wieder nicht. Die Prime Elektrum Spieler Set sind die einzigen, die sich ein bisschen lohnen eigentlich. Hier haben wir aber doch zwei Russen drin, einer aus der MLS. Und Holland auch noch ein Franzosen. Kein schlechtes Pack auf jeden Fall für uns. Von den Silberkarten nur eine unbrauchbar. Ansonsten sehr, sehr gut. Jetzt kommen wir auch schon zum Diener Woche Set. Ich hoffe wirklich auf ein Walkout. Wenn es ein Walkout wäre, wäre es super geil. Und wir fackeln auch nicht lange, wir öffnen es. Ja, jetzt hängt die EA-Server hängen wieder und ist kein Walkout. Es ist kein Walkout. Was ist drin? Es ist LM und es ist, ja, es ist eine Scheißkarte, Moon Jae-in, 82er Rating, der wird wahrscheinlich Abstoßpreis sein, aber ist trotz alledem eine Inform, ist schade, dass wir hier kein, ja, ist Abstoß, von daher nichts Besonderes, schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr in eurem Team der Woche Set gezogen habt, wenn ihr es gemacht habt, und wenn nicht, ja, schreibt einfach mal rein, für wie viel ihr eure Spieler verkaufen konntet von der Challenge. Das war's von mir, haut rein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gerne ein Like und ein Abo dalassen. Wie gesagt, Road to 400 Abos ist eröffnet. Haut rein und ciao.